Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir werden mal heute wieder ein bisschen Geld verdienen. Und die Lok steht schon da drin und die tue ich jetzt mal reparieren. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gezeigt mit den neuen, was glaube ich gemacht wird. Mit dem Tank vor allen Dingen, das hat sich ja verändert gegenüber früher. Heute nimmt man das Teil ja und tut es hier dran schließen. Und dann tut man halt tanken, sage ich mal. Gut, da ist jetzt so ein Hebel. Aber ja, das ist ja gegenüber früher halt anders. So. Schließen wir mal wieder ab. So, dann haben wir die hier. So. Dann nehmen wir den hier und machen den hier startklar. Das Ganze ist halt auch viel, viel billiger, als wenn man das automatisch, sage ich mal, das Ganze machen tut. Da zahlt man natürlich weit, weit mehr. Gucken jetzt gleich mal, wie das Ganze kostet. Es kostet 8.000. Ah, hier steht sogar Dollar, ne? Das habe ich gar nicht bemerkt. Okay, 8.000 Dollar. Und wie viel hätte mir denn das gekostet? Also 8.000 insgesamt, beide Loks. 8.000. Wenn ich jetzt also automatisch das Ganze gemacht hätte, hätte mir pro Lok 12.000 noch was gekostet, pro Lok. Wäre also weit, weit teurer gewesen, das Ganze. Und ja, ist auf jeden Fall, wenn man das selber manuell das Ganze macht, viel, viel billiger. Hat, sag ich mal, ja, einen Vorteil, hat aber auch teilweise auch einen Nachteil. Also der Nachteil wäre halt, dass man halt natürlich mehr Zeit braucht. Das wäre der Nachteil. Weil man halt einfach mehr zu einer Station hinfahren muss erstmal und das Ganze machen muss. Was natürlich Zeit, wie man so schön sagt, Zeit ist Geld. Aber ich würde schon sagen, dass sich das Ganze rentieren tut. Hier sagt er sogar immer noch, dass... Warum sagt er das eigentlich, dass immer noch Gebühren anfallen? Warum bei denen immer noch so viel? Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Oder hätte ich... Wurde denn dann nicht das zusammen berechnet? Oh, okay. Interessant. Okay, das habe ich schon wieder wahrscheinlich schon längst wieder vergessen, dass man jeden einzeln bezahlen muss. Okay, dann nehme ich das Ganze nochmal wieder zurück, was ich vorhin gesagt habe. Es kostet doch pro Lok 8.000. Weil wir haben jetzt die Lok bezahlt und die haben wir nicht bezahlt und deswegen ist das wieder auf Reset wieder zurückgegangen. Das Ganze, das heißt, die ist nicht betankt und nicht repariert. Okay, das habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Ich dachte, das speichert eher so die Menge an Geld. Und dann kann ich einfach alles zusammen bezahlen, aber nee. Kann man nicht. Also,
Das heißt, ihr habt es ja vorhin gesehen, 12.000 noch was kostet automatisch zu reparieren und manuell 8.000. Es ist halt schon ein kleines Ersparnis, aber wenn man es mal so betrachtet, ist es gar nicht mal so viel halt, ne? Und wenn man mal überlegt, die Zeit, die man da wieder rein investieren muss. Ja, schwierig zu sagen, dass sich das wirklich rentieren tut, das Ganze. Weil die Minuten, die man da verbraucht, also die man da ja bis dahin zu fahren und alles, ist halt natürlich die Frage, rentiert sich das überhaupt, das Ganze immer? Wenn ein größerer Schaden ist bei der Lok, denke ich mal, kann sich das schon rentieren. Also da wird es auf jeden Fall sich rentieren, definitiv. Manuell das Ganze zu reparieren, aber nur jetzt allein das zu betanken und Öl zu füllen, weil das ist ja das, was ja unterwegs bei der normalen Fahrt ohne großen Schäden ja entsteht. Hier sind normal so kleine Reparatur halt. Aber das sind ja nur Kleinigkeiten, also das macht ja jetzt nicht den vollen Preis aus. Ist eine gute Frage, dass sich das rentiert oder nicht, von der Zeit her gerechnet. So, das sind jetzt 5.000. Okay, die hat ein bisschen weniger gekostet. Ja. Jetzt gucken wir nochmal, was jetzt da steht. Wir haben sie jetzt nicht mehr bewegt. Aber trotzdem fallen manchmal, das sind jetzt so Kleinbeträge, aber es sind immer noch 1.500 sind offen. Bei der anderen sind 200. Ja gut, das könnte aber... Naja gut, die zahlen wir mal so. Weiß ich nicht, dass sich das wirklich manchmal rentiert tut, das Ganze. Da bin ich mir unsicher. Wir haben es jetzt bezahlt. Das Problem ist jetzt halt, ne, immer, und das nervt mich halt so ein bisschen bei dem Spiel. Einmal, wenn man eine Lieferung von A nach B gebracht hat und dann kann man auf einmal keinen Vertrag mehr annehmen, weil er dann sagen tut, hier, du musst erst betanken, du musst erst reparieren und dann darfst du erst den nächsten Vertrag annehmen. Finde ich ein bisschen schade, weil der Tank ist meistens immer noch zu gut wie voll. Und man könnte locker mit der Tankbefüllung und mit dem Ölstand immer noch 2 bis 3 Lieferungen noch machen, bevor man zu der Werkstatt fährt und repariert. Ich finde, die Beschränkungen hätte man ein bisschen lockerer machen müssen. Also man könnte es immer ja, also der Entwickler kann das ja immer noch ändern jede Zeit. Dass er sagen tut, okay, so viel Prozent an Schaden darf die haben, bevor man den neuen Vertrag annehmen darf. Im Moment ist es halt einfach zu streng gemacht, finde ich. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in Real Life wird ja auch nicht, glaube ich, bei jeder Fahrt sofort in die Werkstatt gefahren und sofort kontrolliert und alles gemacht, bevor die wieder den nächsten Auftrag annimmt. Die nimmt ja auch meistens 1, 2 oder 3 Aufträge an, bevor die zu einer Werkstatt mal fährt und nochmal kontrolliert wird, wenn überhaupt. Ich weiß gar nicht, wie oft das jetzt das Ganze ist. Aber man muss hier nochmal dazu erwähnen, das ist ja nicht Deutschland. Das ist ja die Welt, in der wir hier sind, existiert ja so gar nicht. Das ist ja wahrscheinlich noch nicht mal die USA oder so.
Das wird ja einfach eine Fantasiewelt einfach sein halt, ne? Das Ganze. Vermute ich mal. Bin mir da jetzt nicht sicher, aber ich glaube schon. Ja. Also wie schon gesagt, das könnte man halt verbessern in meinen Augen. Dass man das Ganze etwas lockerer macht. Um einfach halt, ja, dass den Spielfluss, sag ich mal, nicht zu stark einzuschränken und zu unterbrechen halt, ne? Weil manchmal will ich einfach hierher fahren, abgeben, hierher kommen, einen neuen Auftrag annehmen und anschließen und weiterfahren. Bis ich selbst der Meinung bin, okay, hier, ich muss jetzt die Lok reparieren, ich muss die Lok tanken, ich muss neues Öl reinmachen und so weiter und so weiter. Dass ich da mehr Freiraum habe, einfach in der ganzen Sache. Das würde mir schon besser gefallen. Ich finde das immer ein bisschen blöd, wenn man so manchmal eingeschränkt wird in etwas, in der eigenen Entscheidung. Ich finde es besser, wenn der Spieler selbst entscheiden kann, okay, ich will das jetzt so machen oder will das jetzt so machen. Ja. Das finde ich ein bisschen schade halt. Das nächste halt, was ich halt meistens auch schon festgestellt habe, ist komischerweise nicht immer so. Ich weiß nicht warum, da habe ich nie so richtig drauf geachtet, aber irgendwie, wenn ich jetzt zum Beispiel die Lok da rausfahre und die Hänger anschließe oder zusammenbaue, sage ich jetzt mal halt, ne, die ich transportieren will von A nach B, dann. Und habe den Auftrag noch nicht angenommen. Das heißt, ich habe sie nur schon mal angeschlossen an der Lok. Um bereit zu sein, den Auftrag anzunehmen und dann sofort loszufahren, ohne den Bonuszeit zu aktivieren. Da kommt meistens dann auch immer sofort die Nachricht, wenn man es dann den Auftrag annehmen will, du musst erst reparieren. Auch wenn du erst vor wenigen Minuten erst repariert hast und getankt hast, trotzdem ist schon wieder ein gewisser Schaden da. Es ist schon wieder Öl verbraucht, schon wieder Diesel verbraucht. Und dann meckert er wiederum, hier, du musst erstmal reparieren, bevor du den Auftrag annehmen kannst. Das ist halt auch so eine Sache, wo ich sage, warum macht man das? Warum schränkt man das so massiv ein? Also das kann doch der Spieler doch selbst entscheiden, statt ständig so eine Einschränkung. Das finde ich halt schade irgendwie. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Lok nicht benutze, die sind jetzt repariert, sieht man ja auch, es fallen keine Gebühren an. Das heißt, die sind jetzt zu 100% alles sauber bei der Lok. Jetzt, wenn ich sie jetzt annehme, läuft der Timer aber los. Also der Bonuszeit, also der Zeitbonus läuft dann los. Aber stehe ja noch in der Werkstatt. Das heißt, ich muss ja noch rausfahren, anschließen, den anderen wieder rausfahren, wieder anschließen, den anderen Auftrag, weil ich, wie man sieht, ich habe zwei hier, die ich gerne mitnehmen will. Die wollen beide zum Hafen. Sind relativ, ja, mittelmäßig, sage ich mal, von Zugwert. Aber das sind gerade die attraktivsten, die hier gerade rumliegen. Ja, das finde ich halt irgendwie ein bisschen schade, irgendwie. Das schränkt halt zu sehr einen ein. Persönlich. Naja, gut. Ich würde aber trotzdem sagen, wir nehmen sie jetzt mal. Wo man auch wiederum sagen muss, wenn ich jetzt die raushole, anschließe und alles und bereit machen für die Abfahrt und dann nochmal hier hingehe, dann sind ja hier Gebühren, fallen ja nochmal an. Die tue ich nochmal schnell bezahlen. Das sind vielleicht ungefähr 2000 bis 2500 Dollar. Nochmal ungefähr Pi mal Daumen. Wenn man den gegenüber den Zeitbonus jetzt das Ganze berechnen würde, bekommt man für den Zeitbonus weit, weit mehr Geld, als wie wenn man jetzt hier die paar Tausender nochmal zahlen würde. Also es rentiert sich schon, den Zeitbonus auf jeden Fall so spät wie möglich zu aktivieren, um das schaffen zu können. Hier sind es jetzt 79 Minuten Real-Life-Zeit.
Das ist eine Menge. So lange werde ich definitiv nicht brauchen. Auch wenn ich jetzt das Ganze anschließen würde und so weiter. Könnt ihr ja mal einfach mal testen, um selbst nochmal zu schauen. Einmal und zweimal. Ich weiß auch schon, wo sie stehen. Die stehen da hinten alle zwei. Deswegen ist das auch kein Problem. So. Nee, hier. So, dann gehen wir mal hier rein. Und ich habe, wie man auch noch mal sieht, habe ich noch den Realismus-Modus doch noch mal umgestellt. Weil das mit dem Teleportieren, sage ich jetzt mal dazu, das hat mir schon ein bisschen gefehlt. Und auch der Fotomodus hat mir ein bisschen gefehlt. Warum der nicht. Gut, beim Teleportieren kann ich noch verstehen mit dem Realismus. Wo das Minispringen. Gut, kann man auch noch akzeptieren halt, ne? Das Ganze. Aber warum der Fotomodus beim realistischen Modus nicht funktioniert mehr, also dass er deaktiviert ist, also das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Aber ja gut. Finde ich ein bisschen schade. Weil da werden irgendwie so ein bisschen die Möglichkeit ein abgenommen, dass man nicht mehr schöne Fotos machen kann. Finde ich irgendwie schade halt. Aber gut. Wir haben sie jetzt voll gemacht und so weiter. Wir fahren mal hier raus. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, muss ich wenden? Ja, doch, ich muss einmal wenden. Müssen hier anders herausholen. Mal schauen. Das ist die Mitte. Müsste man eigentlich jetzt mit beiden drauf sein, ne? Ja. Nee, doch noch nicht ganz. Weil das Teil hier sieht man ja hier, das ist die Mitte, sag ich mal, davon. Und da passen ja genau zwei Switch-Locks drauf. So, wo ist das? Und jetzt müsste hier die Mitte sein. Da bremsen. Na, jetzt müssten sie beide drauf sein. Ja, der. Und der auch. Genau. Okay, dann machen wir mal hier. Einmal rum hier. Ich glaube, jetzt ist er nicht ganz richtig, oder? Nee. Den Rest machen wir mal. Oh. Nee. So. Klar. Ich lasse jetzt nur mal eine Lok an. Und ihr habt ja nochmal danke wegen den ganzen Kommentare in den letzten zwei Videos und für die ganzen Daumen nach oben. Aber da wurde ja auch drüber diskutiert wegen mit dem Rangieren der Geschwindigkeit. In Deutschland sind es, wenn es so stimmen sollte, wie es mir gesagt worden ist, 25 km/h.
Ja. Man kann natürlich 25 km/h fahren, wenn man will. Ich mache es jetzt persönlich nicht. Also ich spiele jetzt nicht auf extrem realistisch oder versuche realistisch zu spielen. Weil, ja, es ist halt ein YouTube-Video. Und wenn man alles zu langsam machen würde, dann würde das Video in die Endlos, also wirklich einfach viel zu lang werden. Und man kann im Prinzip sagen, wenn ich jetzt die ganze Zeit 25 km/h das Ganze mache, dann geht das Video statt eine Stunde, eineinhalb Stunden, sprich also eine halbe Stunde mehr. Aber der Content selber ist der gleiche, auch wenn ich, sag ich mal, mit 40 oder 50 km/h fahre. Aber dafür nur noch eine Stunde brauche für das Ganze. Und das ist ja halt immer so eine Sache halt mit YouTube halt. Wenn die Videos einfach irgendwann mal zu lang werden, dann wird es halt immer ein bisschen kritisch halt, ne? Weil die Leute einfach dann ab gewissen Punkt, also meistens schon nach 10 Minuten merkt man schon, dass da schon die Zahl an Zuschauer schon ziemlich drastisch fallen. Und nach ca. 20 Minuten sogar noch mehr. Also die Leute haben einfach nicht die wirklich die Zeit oder nehmen sich nicht die Zeit, da ein Video anzugucken, was eine Stunde geht oder sogar zwei Stunden. Gut, man, das ist ja auch mit zu dem Grund, warum ich halt nur noch alle paar Tage ein Video rausbringe. So haben die Leute natürlich auch wiederum Zeit, ein Video anzugucken in Ruhe, was zwei Stunden geht. Das können sie sich dann von den drei, vier Tagen oder fünf Tagen, wo ich kein Video hochlade, im Prinzip, sage ich mal, die Stunden einfach aufteilen. Dann ist es wieder drin. Aber ja, das ist halt immer so eine Sache halt. Das ist ein schwieriges Thema, sagen wir es mal so. So, dann. Ja. So, dann fahren wir mal zurück. Und dazu kommt da, es kam halt ein Kommentar von jemandem, der sagt, dass ich halt unrealistisch spiele. Ja, das kann schon sein, aber ich habe auch nie behauptet, dass ich halt versuche, realistisch zu spielen, sag ich mal. Ne? Und deswegen, ja, natürlich kann es schon sein, dass ich halt nicht immer zu 100% immer das alles richtig mache, wie es vielleicht den einen oder anderen gefällt oder nicht gefällt. Aber man muss hier nochmal dazu erwähnen, ich spiele ja und nicht derjenige, der ihnen es nicht gefällt, vielleicht wie ich spiele. Und ich denke, das sollte man auch, sag ich mal, akzeptieren. Einfach und die Leuten einfach so spielen zu lassen, wie sie wollen halt, ne? Also jeder spielt das Spiel vielleicht etwas anders. Und ja. Ah ja. Soll jeder machen, was er will halt, ne? Wenn ich der Meinung bin, ich will es jetzt so oder so spielen, dann ist das einfach so, weil mir es halt einfach so Spaß macht halt, ne? So. Rollt manchmal so brutal los, ne? Ist der Wahnsinn. So, nochmal hier ein bisschen. Und
sind dran. So, schließen wir mal den hier an. Nee, Quatsch. Das brauche ich ja gar nicht. So, dann fahren wir wieder raus hier. Ich glaube, jetzt lohnt sich schon, die zweite Lok anzumachen. Jetzt wird es ein bisschen schwerer. Achso, ja, stimmt. Das war der ganz letzte hinten. Ist euch das eigentlich auch aufgefallen, dass wir oft jedes Mal in der Nacht fahren? Ziemlich häufig. Weiß nicht wieso, ne? Ich sollte vielleicht mal wirklich irgendwie mal versuchen, die Zeit ein bisschen umzustellen, dass man mehr tagsüber fahren. Als jedes Mal nur nachts. So, dann fahren wir den hier erstmal raus. Bis zu den einen Punkt. Ja, wir können bremsen. Ja, das ist gut. Was ist er denn da? Na, das war dort ja gewesen, oder? Ja, genau, das ist der. Dann den hier. Und den hier. Ich habe ja immer noch, für die Leute, die das nicht wissen, das habe ich ja bei den einen anderen Video schon erwähnt, dass ich einen gebrochenen Daumen habe. Also das steht jetzt auf jeden Fall jetzt fest, dass der Daumen gebrochen ist. Ich war ja bei der Radiologie gewesen, wurde ein CT gemacht. Der Daumen ist auf jeden Fall gebrochen, aber anscheinend ist nicht nur der Daumen gebrochen, wahrscheinlich sogar auch der Ellenbogen. Also in Ellenbogen ist irgendwas, so ein Haarriss wahrscheinlich. Aber man ist sich da nicht so sicher, da muss ich nochmal ein CT machen lassen. Und ja, das könnte schon ein bisschen komplizierter und problematisch werden, weil das könnte sogar bedeuten, dass ich, dass die operieren wollen. Wahrscheinlich. Hoffentlich mal nicht. Also das wäre natürlich übel halt. Ne? Und nicht nur das wäre übel, auch es kann passieren, dass die meinen Arm komplett voll von oben bis unten komplett eingipsen. Das heißt, ich kann die Maus gar nicht mehr bedienen. Und das kann dann passieren, dass ich dann erstmal die nächsten, ja, 5 bis 6 Wochen dann wahrscheinlich keine Videos kommen. Aber ich werde dann nochmal ein Video machen, wenn es doch soweit ist und was dabei rumkommt. Ich hoffe nicht. Das wäre natürlich sehr, sehr übel. Ja. Ich glaube, das werde ich mal hier mit der Steuerung machen. Oh, der ist gar nicht aktiviert. Jetzt aber. So.
ein bisschen Gas hier. War wieder ein bisschen zu schnell. Aber das müsste reichen von der Geschwindigkeit her. Ja, ja, das reicht. Dann rein hier. Beispiel, das ist komplett unrealistisch. Niemand würde dazwischen springen, solange das Ganze hier in Bewegung ist. Aber ich tue es, weil ich einfach dazu Lust habe, das zu tun. Wie schon gesagt, jeder kann ja so spielen, wie er will halt, ne? Und ich finde das halt manchmal auch ein bisschen komisch, wenn irgendwelche fremden Menschen jemanden bestimmen wollen, wie man spielen soll. Finde ich irgendwie ein bisschen weird irgendwie und auch schon ein bisschen crazy, weiß ich nicht. Gut, so, dann haben wir zwar beide angeschlossen, wir können auch sofort losdüsen. Dann haben wir schon die Verträge angenommen. Ach stimmt, das wollten wir nochmal schnell gucken. Wie viel Gebühren werden jetzt angefallen? Rein theoretisch gesehen, wenn wir es jetzt bezahlen müssten. Schnell mal kurz gucken. Ja, da war ich mit meiner 2500 gar nicht mal so weit entfernt gewesen. Aber man sieht's, ne, ist schon brutal, wie schnell das hochsteigt, ey. Wahnsinn. Ich mache überhaupt gar nichts. Gut, dann fahren wir mal hier los. Laufen eigentlich beide? Ja, ne? Ja, doch. Achso. Natürlich. Huch. Natürlich. Den letzten Waggon muss man hier lösen. So, jetzt aber. Ja. Auch wieder ein schöner Transport mit den Autos. Sieht immer wieder schön aus, finde ich. Vor allem, weil das so lang ist und alles voller Autos sind. Ist schon sehr cool. In dem nächsten Video werde ich auf jeden Fall auch mal die andere Lok mal zeigen. Die neue, die kleinere. Werde man auch mal testen, weil die bin ich auch noch nicht gefahren. Und ja. Jetzt muss ich mal nochmal gucken, wegen den Lichtern. So war es genau. Gut, Fernlicht kann man eigentlich machen. Wir fahren ja eh los. Ja. Genau, so meine Lampe. Immer wieder dahin. Nee, warte mal. So. Da muss man halt auch jedes Mal aufpassen, ne? Dass die nicht runterfällt. Die ist mir schon jetzt ein paar Mal runtergefallen. Ich habe sie immer wieder gefunden. Sie lag manchmal hier unten dazwischen. Oder sie lag auch schon mal hier oben drauf. Frage mich nicht, wie die da hingekommen ist. Aber die Entwickler sollten unbedingt versuchen, mal hier irgendwie, dass die Lampe nicht jedes Mal rausklitschen tut. Das ist halt noch ein kleines Problem, sag ich mal. Weil nicht nur die Lampe kann rausklitschen, auch andere Sachen. Deswegen. Das muss unbedingt behoben werden, das Ganze. Und ich finde das halt ein bisschen angenehmer mit dem Licht, als wenn man permanent das hier anhat.
Ich finde, das blendet so ein bisschen von, ne, von zwischendrin und draußen. Ist halt nicht so geil. So ist halt viel, viel angenehmer. Man kann es ja auch noch ein bisschen runterdrehen. Bloß nicht zu weit, sonst geht's aus. So, und dann geben wir mal hier Gas. Genau, wir fahren jetzt hier runter. Im Prinzip die Route, die wir schon dutzende Male gefahren sind. Und ja, ich würde schon irgendwie gerne mal eine andere Route nehmen. Natürlich könnte man sagen, okay, fahr doch einfach mal komplett unten entlang. Statt oben. Könnte man natürlich auch mal machen. Aber ich kenne die Route halt noch gar nicht halt, ne? Bisschen risky halt, ne? Wenn man die Route noch gar nicht kennt. Und jetzt bei der teuren Ware hier würde ich auch nicht vergeigen, weil wir haben gerade nicht so viel Geld. Und nicht mal 50.000 ganz. Deswegen, ja. Fahren gerade ein bisschen bergrunter. Können auch ein bisschen schneller fahren, aber passt. Wollen es ja nicht gleich übertreiben. Guck, da fahren müssen wir auch nur noch 6 sogar. Ist ja gut. Bremst du? Ja, er bremst. Ein bisschen zu viel. Auch nicht zu wenig. Oh, das sieht ein bisschen härter aus, die Kurve. Na gut, stand ja vorhin 60 da, aber weiß nicht, die Kurve sieht aus wie 50 ungefähr nur. Wir wollen ja kein Risiko jetzt hier eingehen. Das war schon dramatisch genug bei dem letzten Unfall. Da habe ich ja auch wirklich eine Menge Geld verloren. Und ich muss gestehen, ich habe, sag ich mal, in Anführungszeichen ein bisschen, ja, wie sollte man sagen, ein bisschen gecheatet, in Anführungszeichen, sage ich. Ich habe halt, wie schon gesagt, den Schwierigkeitsgrad ja ein bisschen da nochmal etwas umgestellt und dadurch brauchte ich halt keine Gebühren zu zahlen, um die ganzen Hänger zu entfernen. Also im Prinzip löscht man die einfach nur bloß alles. Und dadurch, wenn alles gelöscht ist, existieren sie auch nicht mehr. Und somit fallen auch keine Gebühren mehr an. Das könnte man natürlich jetzt als Cheaten bezeichnen. Aber ja. Da müssen wir auf jeden Fall gleich auf 30 km/h dann unten bei der Kurve reinfahren. Das weiß ich, dass sie sehr, sehr eng ist. Ja, es geht langsam bergabwärts. Bremsen trotzdem schon mal. So weit haben wir es nicht mehr. Ja, da geht's auch schon los.
Ja, genau, 30. Schnell sind wir. Das sind genau 30. Können wir noch ein bisschen unterstützen mehr. War ja nicht, dass irgendein Hänger rausspringt oder so. Also ich muss sagen, im Moment finde ich einfach keine guten Aufträge, ne? Also früher hatten wir ja manchmal Aufträge gehabt von ungefähr 1,20 Dollar manchmal. Und die waren schon gut bezahlt. Oder 1,30 Dollar hatten wir auch schon mal gehabt. Aber irgendwie finde ich im Moment so welche Aufträge gar nicht. Ich weiß nicht, wo die auf einmal sind. Bin deswegen extra in der Maschinenstadt gefahren, weil das sind ja eigentlich oftmals immer so wie Autos und Bagger und sowas gibt es ja da, die man zum Hafen meistens transportieren muss, und die sind ja oft immer sehr gut bezahlt, aber irgendwie diesmal, weiß ich nicht, irgendwie sind die jetzt nicht so pralle, ne? Keine Ahnung warum. Wir können jetzt hier abbiegen, aber wir fahren erstmal nochmal unsere Routine-Route, die wir schon kennen. Auch wenn die andere schon ein bisschen verlockend ist, weil, wie schon gesagt, ich war da noch nie gewesen da unten. Aber das will ich eigentlich auch mal machen. Es hat leider aber auch ein bisschen einen Nachteil, wenn man zum Beispiel zu dem Förster mit dem Holztransport machen tut. Die Aufträge, ja, sie sind halt auch wirklich, sag ich mal, schlecht bezahlt. Das ist halt der Nachteil. Die sind wirklich sehr schlecht bezahlt. Also da sollte man definitiv nicht so einen Lok hier nehmen. Vielleicht eine statt zwei. Weil sonst rentiert sich das nicht. Sonst ist der Sprit und die ganzen Kosten einfach zu krass hoch. Oder man nimmt eine kleine Lok. Aber wie schon gesagt, es gibt ja noch die andere kleinere Lok, die, sage ich jetzt, auch nicht so klein ist. Die hat bestimmt schon Kraft, denke ich mal. Aber müssen wir mal sehen, wie viel die ziehen tut. Leider gibt es ja noch nicht irgendwelche Daten von den Zügen. Aber jemand hat geschrieben, dass irgendwie noch irgendwann mal ein Patch rauskommen soll, wo die Daten drinstehen sollen von den ganzen Zügen, also sprich wie viel die ziehen können, wie viel PS die haben und so weiter und so weiter. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sowas kommen würde. Da kann man noch mal genauer das Ganze betrachten. Ja, das Ganze besser einzuschätzen zu können, sag ich mal. Also für wirklich schwere Transporte, sag ich mal, ist vor allen Dingen die ganz große Lok natürlich am besten geeignet. Weil die einfach mehr ziehen kann, logisch. Ne? Das, die wäre zum Beispiel sehr gut für Stahl oder so. Und andere Sachen, die halt wirklich sehr schwer sind. Dafür ist die natürlich geeignet. Die hier zum Beispiel ist jetzt ganz gut geeignet für sowas hier. Für Autotransport zum Beispiel. Autos sind natürlich schon schwer, aber es hält sich noch relativ neuen Grenzen, das Ganze. Können wir nachgucken, wie viel das Ganze wiegen tut gerade. Sind denn, na da. Wo steht es denn? 3, genau, 3,15. Und das andere stand auch 3,15. Das heißt, wir ziehen halt,
Ja, nicht gerade wenig, aber für diese Lok ist das sogar optimal. Ich schaffe das ohne Probleme, selbst wenn es berghoch gehen würde. Schafft ihr es ohne Probleme? Ich tue ein bisschen gerade hier rum, drucken, ne? Merke ich gerade. Aber ich will nicht nochmal zu riskant fahren wie beim letzten Mal. Da habe ich auch ein bisschen, muss ich sagen, auch etwas falsch reagiert. Aber das war auch wirklich danach zu spät gewesen, wo der Zug entgleist ist. Ich habe es dann nur gesehen und dann merkte ich nur noch, shit, ich bin zu schnell. Und da wollte ich dann hier noch ein bisschen rumfummeln und das war eigentlich Fehler. Eigentlich hätte man hier auf den roten Knopf drücken sollen und dann wäre es gut gewesen, dann hätte man zumindest vielleicht den größten Schaden vielleicht verhindert, weil das geht ja schon rapide schnell runter, da bremst ja sofort alle Systeme und das bei beiden Loks sofort. Aber ja, naja, so ist das halt, ne? Wenn man halt es ist halt nun mal passiert halt, ne? Hier stehen ja auch manchmal sehr gute Aufträge, die sehr gut bezahlt sind. Ne? Durch, hier wird ja Öl abgepumpt. Ne? Da können schon manchmal sehr gute Aufträge sein, gut bezahlt sind. Immer wieder cool aus, ne, mit den Lichtern. Sieht schon, macht schon sehr viel aus von Atmosphäre. Es macht schon sehr viel aus. Das Ganze. Wir können jetzt mal hier etwas mehr Gas geben. Ja, vielleicht auch noch nicht ganz. Na, etwa schon. Einmal müssen wir hier lang fahren. Hört man ja auch drinnen den Ventilator, der da laufen tut, finde ich schon sehr cool. Schade, dass der nur manuell aktiviert wird, nicht manuell, automatisch und nicht manuell, finde ich ein bisschen schade. Es wäre cooler, wenn man sagen könnte, okay, ich will jetzt, ich weiß, es kommt jetzt ein schwerer Berg
Und da brauche ich halt mehr Gas geben, muss ich mehr Gas geben und dadurch wird natürlich das Ganze viel heißer. Und will jetzt schon anfangen zu kühlen, um ein bisschen mehr runterzudrücken, vielleicht die Temperatur, um so mehr Luft zu haben. Aber das geht leider nicht halt. Der aktiviert sich nur automatisch das ganze System. So, wie viel? 6. Ja, das passt. Ist klar. Sollte auch mal meinen Kaffee trinken. Ich habe schon vorhin, bevor ich die Aufnahme begonnen habe, einen Kaffee gemacht. Und der wird mit Sicherheit. Ah, lauwarm ist er. Ist schon wieder fast kalt, ne? Das ist der Wahnsinn, ey. Meine Güte. Das passiert aber jedes Mal, ne? Oh, wir müssen. Ah, ne, passt. 50. Alles noch im grünen Bereich. Und es geht, müsste bergaufwärts gehen, genau. Gib mal Gas hier, dass wir nicht hier noch stehen bleiben. Und was sagt ihr denn eigentlich zu der Videolänge? Ich sehe schon wieder, ist schon wieder fast eine Stunde. Boah, Wahnsinn. Natürlich könnte man das Ganze halt schneiden halt, ne, und extrem drastisch runterkürzen, aber dann fehlt halt vieles und ich weiß nicht, dass das dann noch irgendwie Sinn ergibt, ein Video zu machen, wenn man so viel rausschneidet. Naja, ich weiß, es ist heiß. Wir müssen mal, warte mal, wo warten wir mal? Sandstreuer. Ich hab's vergessen. War doch hier gewesen, ne? Ja. Müssen wir mal mehr Gas geben. Also kommt schon gerade an die Grenze schon heran, gerade an der Leistung der, der beiden Züge. Sind nur beide aktiviert, ne? Sind nur beide an. Ja doch. Das ist ordentlich. Doch, die laufen beide auf Hochtouren. Aber die kommen beide gerade an ihre Grenze dran, mit dem Berg hochzufahren. Also ist schon, ja, schon relativ schwer. Aber eigentlich müsste doch eine Lok von der hier um die 400 Tonnen, glaube ich, ziehen können. Ohne jetzt massive Probleme zu haben. Das sieht soweit gut aus, es wird gut gekühlt. Mit der Temperatur. Das passt aber noch gut. Ganz bleiben gerade auf einer Stelle stehen. Alles geht noch. So, ich trinke jetzt erstmal einen guten Kaffee. Und ihr könnt ja dabei zuschauen, wie wir hier
Stückchen für Stückchen hier hochfahren.
Oh, ich glaube, irgendwas ist passiert. Ich habe das Gefühl, dass irgendwo... Alter, guck mal, wie das Blitzen tut. Cool, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das Gefühl, dass der irgendwo rausgesprungen ist, kann das möglich sein? Muss mal ganz kurz schauen. Mal schnell meine Taschenlampe rausholen. Ich habe oben irgendwo schon wieder meine Laterne verloren, wie immer bei jeder Fahrt. Da. Mal schauen. Die sitzen noch drin. Es hat sich eben gerade so komisch angehört. So schnell waren wir ja jetzt nicht, ne? Aber ich habe jetzt gesehen, dass auf einmal auf 40 runter geht und wir waren gerade auf 60. Ne, die sitzen alle noch drin, ne? Ja, doch, doch. Wir müssen jetzt jeden einzelnen kontrollieren. Dass nicht irgendwo einer rausgesprungen ist. Aber anscheinend sieht's gut aus. Ne, anscheinend sieht's gut aus. Dann hat sich das wahrscheinlich nur zu komisch angehört. Alles okay. Oh. Wo ist meine Laterne? Warte mal. Sie ist hier irgendwo. Seht ihr das? Sie leuchtet hier auf. Sie wird irgendwo schon wieder sein. Aber bloß wo ist sie? Klebt hier irgendwo dran. Welche oben drauf? Nee. Hier unten drunter irgendwo. Ah, da muss auf jeden Fall der Entwickler wirklich noch mal was machen. Mit den Geklitsche der Gegenstände ist halt nicht so geil, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wo sie ist gerade. Sie ist auf jeden Fall irgendwo nehmen. Ah, da ist sie. Haben sie wieder gefunden. So, die Tür schließen. Warum, wenn ich hier auf den Notschalter drücke? Ah ne, das ist gar kein Notschalter. Huch. Ist ja überhaupt gar kein Notschalter. Einfach nur Motor aus. Okay. Das ist mir neu. Gibt's überhaupt gar keinen Notschalter, ne? Sehe ich gerade. Okay, ich dachte jahrelang, dass das ein Notschalter ist. Aber die kleine Lok hat einen Notschalter, ne? Glaube ich. Die ganz kleine, wenn ich mich nicht täusche, hat einen Notschalter. Und ich glaube, die ganz große hat einen. Aber warum hat die hier keinen? Das sieht aber aus, ne? Wie ein Notschalter. Das ist ja voll die Verarsche. Ich dachte jetzt einfach, oh, hier schnell anhalten, drück hier auf den Knopf drauf und merke, es passiert einfach nichts.
Oh, nicht schlecht. Na gut, wir haben ja Gott sei Dank ja doch dann abgebremst. So. Ich dachte, wir wären irgendwo rausgerutscht. Aber anscheinend ist doch alles gut. Und dann geht's weiter mit der gemütlichen Fahrt. War eben gerade so entspannt gewesen. Ne? Schön hier den Plätschern des Regens zu hören und die Schienen. Und auf einmal so eine dramatische Situation, bis zum Schluss nichts passiert ist. Dann fahren wir mal weiter. Wo sind wir denn jetzt? Da. Gibt es eine Stelle, die glaube ich nur bis 40 oder 50, ich glaube 40 war das Höchstgeschwindigkeit. Müsste jetzt glaube ich gleich kommen, die Kurve. Sollen wir vielleicht nicht zu schnell reinfahren? Die Zugbremse mal am besten benutzen. Die Lokbremse ist da ein bisschen zu schwach dafür, um das ganze Gewicht zu schieben, zu bremsen. Genau, wegen jetzt kommt die Ecke, wo wir schon mal rausgefahren sind. Diesmal aber nicht. Geht's wieder drastisch. Wieder, ja, hier müssen wir die dynamische Bremse anlassen. Weil hier geht's halt gerade bergunter. Und wir fahren lieber mal lieber gemütlich runter, statt zu schnell. Weil ich glaube, hier unten irgendwo gab's noch eine Ecke, wo man glaube ich nur 40 fahren kann. Ja genau, hier ist er doch.
Und hier geht es ziemlich steil abwärts. Sieht man auch, wie schnell das jetzt hier geht, rapide. Da muss man ein bisschen nachhelfen. Also ist das zu viel. Und jetzt geht's wieder. Jetzt ist aber die Strecke eben. Jetzt ist der nicht mal zu stark. Das drückt er nicht mehr so extrem hinten. So, und es wird gerade Tag und wir sind angekommen an unserem Ziel. Standort. Wir müssen Hafen. Wir müssen, glaube ich, einmal zu C und einmal zu I. Ja, genau. Jetzt ist die Frage, welcher ist wo angehangen, weil da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Müssen wir mal hier mit einem Volkbremsen reinhauen. Sah schon vorhin cool aus, ne? Mit dem Funkenflug. Jetzt mal schauen. Das ist der MF. Der MF. Ja, ist eine andere eigentlich. Oh, glaube ich, ein M. Ja, ja, klar. 51 und der andere. Okay, das ist der 51er, der hängt an der Lok dran. Und der sollte zu C. Das heißt also, wir fahren erst zu E. Nee, muss nicht. Muss gar nicht. Wir können auch C sogar nehmen, weil wir können ja trotzdem mit den zwei Loks rausfahren wieder. Müsste eigentlich gehen, oder ist die schon zu groß? Nee, müsste aber eigentlich noch gehen. Nun, wir müssten dann halt hier abschließen, dann nochmal rumfahren und hinten. Würde aber passen, ist sogar gar nicht mal so schlecht die Idee, das zu machen. Weil dann können wir uns das ein bisschen anders sparen mit den anderen Hängern. Schieben wir den anderen Hänger nur mal rein. Von der anderen Seite. Jetzt wollte ich mal kurz überlegen, warte mal, C war... Der müsste hier gewesen sein, ne? Ja, klar. Hier ist der. C, was stand da? Jetzt habe ich gerade nicht geguckt. C2. Da. Alles klaro. Das heißt dahin. Das heißt dahin. Genau. Klitschig, ne? Die Schienen. Bisschen Sand draufschmeißen. Oh, 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 oh. Gerade so. Geschafft.
jetzt erstmal den rein oder den anderen. Manchmal ist das irgendwie, kann ich das schlecht einschätzen. Und noch viel, viel Platz haben wir noch. Zu viel. Ist aber mit dem Gips, ne, ist das aber ein bisschen schwieriger manchmal hier zu hantieren. Mit der Maus ist gar nicht so einfach. Ist das Schild? Na, das ist doch. Ja, ja, das ist das Schild. So, dann machen wir hier mal. Nur alle zwei drauf auf der Ecke, ich glaube schon. Ne? Zumindest die ganz große passt auf jeden Fall einmal dran oder drauf. Oh, bisschen zu schnell. Oh, gerade so. Uhu. Ja. Easy. So, dann einmal rum hier und dann fahren wir wieder hier raus. Oh, hat's geblitzt oder was? Gibt's nicht das? Mein Gott. Maus. So. Dann können wir. Oh, der hier ist aus oder was? Nee. Schon gerade sagen. Aber wir können den hier mal ausschalten. Und lassen nur den hier an. Dann sparen wir ein bisschen Geld. Und den Spritkosten. So, da steht der schöne Hänger, den wir vorhin gefahren sind. Weiß gar nicht, was das für Marken sind für Autos. Sind das so kleine Mini? Sind das? Keine Ahnung. Ich glaube, der lukrativste Job fällt mir gerade ein, war glaube ich mal mit dem Bagger gewesen. Das Video ist ja auch auf meinem Kanal drauf. Da habe ich, glaube ich,
innerhalb von 40 Minuten oder so hieß das Video, 40 Minuten 57.000 oder so. Ich weiß gar nicht, irgend sowas war es, glaube ich, gewesen, ne? Ja. Da habe ich schon, das war schon ein ganz guter Auftrag gewesen, wo ich wirklich viel verdient habe. Irgendeinen kurzen Zeitraum gehabt, gerade mal. So, dann bremsen wir so langsam mal. So, und jetzt nach vorne. Viel zu viel. Ja, das passt. Mal ganz kurz hier schnell die Bremse rein, dass er nicht zu sehr rollt. Auf den Aufschlag. Perfekt. So, das einmal. Dann nehmen wir hier die Bremse wieder raus. Machen mal. Eigentlich dürfte der nicht wegrollen normalerweise, weil es relativ sehr eben ist. So, dann müssen wir jetzt mal schauen, welcher Waggon welcher ist. 57. 57. 57. Und 57. 51. Ja. Hier ist die Mitte. Nee, der bleibt offen. Der wird zugemacht. Letzte Luft raus. Manchmal ne, funktioniert das aber auch hier nicht immer. So, jetzt aber. Okay. Bremse ist ja von den Hänger schon drin. Und dann, jetzt ist der hier aktiviert, ne? Wo ist eigentlich schon wieder meine Lampe hin? Sie ist schon wieder weg. Weggerollt. Sie liegt bestimmt irgendwo hier wieder rum. Wahrscheinlich. Ja, die ist schon wieder weg. Ja, das war zu viel gewesen. Sobald wir zu starke Ruckler sind des Zugs, rutscht die immer ein Stückchen für Millimeter immer mehr weg und Oma fällt so runter. Manchmal liegt die irgendwo hier dazwischen und manchmal liegt sie direkt oben drauf. Weiß manchmal auch nicht, warum die, wie die da manchmal hinkommt. Aber ich vermute mal, die klitscht irgendwie durch die Gegend herum. Und der Zug ist irgendwie noch undicht. Wenn man das so sagen kann. Oh, da liegt sie. Ist er doch. Ich glaube, der
Ist irgendwie ein bisschen undicht, der Zug. Wenn es um Gegenstände geht. So, dann fahren wir mal mit denen hier weiter. Ne, nicht in die Richtung. Sondern in die Richtung. Hä? Quatsch. Nee, doch, hä? Na? Doch, der ist an. Boah. Nee. Bin gerade leicht verwirrt. Bei den Lichtern manchmal, ne? Bin ich manchmal verwirrt. Das müsste jetzt eigentlich. Ja, warum ist jetzt hier gar kein Licht an? Da auch nicht. Da. Okay, das ist richtig. Genau, und so jetzt müsste ich aber nicht eigentlich so rummachen. Nur so. Oh nee, weil in der Tat der Hebel ist ja. Nee, okay. So, dann geben wir mal Gas hier. Ja, das sieht gut aus. Aber bevor wir hier gleich hier volle Kanne Gas geben, weil mir fällt gerade ein, wo ist denn nochmal E gewesen? Ah, da hinten, genau. Das heißt, wir müssen also bei C so rausfahren und da hinten reinfahren, okay. Okay, ist jetzt auch schon wieder 1,5 Stunden das Video. Ich denke mal, den Rest hier werde ich mal, denke ich mal, alleine machen, weil so interessant ist das ja jetzt, glaube ich, nicht oder so. Wir haben ja jetzt einen schon abgegeben, gewissermaßen. Oder wollen wir das komplett hier einfach machen? Mir da manchmal ein bisschen Unsicherheit. Ne? Manche wollen das sehen, manche interessiert es nicht so sehr. Aber gut, das gehört ja eigentlich zum ganzen Video dazu halt. Ne? Den Auftrag, den wir angenommen haben, auch komplett abzugeben. Doch, na klar, das ist die Ecke. Doch, doch, das ist die Ecke. Genau, das ist die hier. Nochmal nachschauen. Die 57 haben wir jetzt. E8. Machen jetzt mal hier das hier. Dafür ist es ja da. So, dann laufen wir mal schnell dahin. Wenn ich was an der Hand habe, kann ich auch mal schalten. Das ist doch jetzt. Bin ich jetzt richtig? Ich muss nochmal. Ja, doch, E ist geradeaus. E ist geradeaus. So, die 8 muss hier hinten sein. Ne? Ja, genau da. Das ist schon eingetragen.
sehe gerade, ich bin wahrscheinlich irgendwie bei meiner Maus an der Seite an den Knopf dran gekommen, wo man das Mikrofon ausschaltet. Ich glaube, jetzt habe ich irgendwie gebabbelt und niemand hat was gehört. Auch nicht schlecht, aber ich tue es jetzt einfach mal überspringen. Um mal kurz zu sagen, ich habe vorhin, wenn ich das jetzt nicht aufgenommen haben sollte, ich weiß jetzt gerade nicht, nochmal wegen des Geldes und wegen der Lizenznummer geredet. War jetzt nicht so spannend gewesen, aber gut, kürzen wir einfach das Ganze mal ab. Ich bedanke mich nochmal für die ganzen Kommentare und für die ganzen Daumen nach oben. Und würde mich freuen, wenn er wieder da fleißig Kommentare reinballert und einen Daumen nach oben da lässt. Und ja, beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall mal den anderen kleinen Zug, mal die neuen davon mal testen und gucken, wie der sich so fahren lässt. Und vielleicht immer auch mal einen anderen Auftrag und mal, wir werden, denke ich mal, auch mal in andere Gebiete fahren, wo wir noch nicht drum gefahren sind. Weil das würde mich schon auch mal interessieren. Jedes Mal über die gleiche Strecke will man ja auch irgendwie nicht. Und will ja auch mal was Neues. Ne? Es gibt so viele Ecken. Hier hinten waren wir noch gar nicht gewesen. Ganzen hier hinten, das ist alles noch gar nicht. Hier hinten nicht. Hier vorne waren wir noch nie gewesen. Hier die Strecke sind wir noch nie gewesen. Hier hinten komplett alles. Hier sind wir schon mal gewesen. Da habe ich mich ja schon mal verfahren. Deswegen bin ich ja dann, glaube ich, einen Kreis gefahren. Das weiß ich noch. Und die war schon sehr cool gewesen, diese Strecke. Bei jenen waren wir auch noch nie gewesen. Also wir haben noch so einiges noch offen, was ich schon in die nächste Zeit nah und nah, Stückchen für Stückchen mal machen will. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. Und ja, da kommt auch die Sonne schön raus, genau zur richtigen Zeit. Und ja, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.